Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Breath of Fire 3. Und ich versuche mich ein weiteres Mal im Kampf gegen... ja, gegen Amitai und seiner Crew. In der Hoffnung, dass ich ihn irgendwie besiegen kann. Und dazu sollte ich erstmal zusehen, dass ich... ja... dass ich Nina... ja, ich lasse mal Magie einsetzen. Stimmt, ist ja null Magie. Ich kann ja keine Magie einsetzen, verdammt. Okay, dann sollte ich erstmal ein bisschen angreifen. Als erstes Konzentration auf die Golems. Und oh! Okay, es geht tatsächlich. Ich kann mich in den Drachen verwandeln. Gut, das mache ich auch mal. Und nehme das und das hier. Okay. Wie? Diese Verbindung akzeptieren, ja. Ach Mist, geht nicht. Ah, das geht, okay. Gut. So, Pico, was machst du? Du greifst auch nur noch ganz normal an, auf diesen Golem. Anders geht's ja nicht. Und Verwandlung in der Welpe. Okay, wir haben ja volle HP. Gut, Golem trifft daneben, sehr gut. Eieiei, als Drache haben wir auch nicht gerade... haben wir auch nicht gerade sehr gute Chancen. So, kann ich wenigstens irgendwie... oh, okay, ich kann alles anwenden. Jetzt ist nur die Frage, was ist am effektivsten? Flammklaw oder Flammhauch? Flammhauch trifft alles, Flammklaw nur ein. Ups. Ich glaube, ich mache mal Flammhauch. Obwohl, oh, halt, nein, scheiße. Ich treffe meine Partymitglieder mit. Ah, nee, doch nicht, gut. Gut, gut. Ich dachte jetzt schon. Nein, 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 halt. Ich mach mal Flammklaw. Mal schauen, ob das mehr abzieht. Nina... nein, Moment. Nina, du benutzt Heilkräuter? Auf DJKA? Peko... Peko, du greifst erstmal normal an. Oh. Jetzt habe ich Amitai angegriffen, egal. Ich muss erstmal zusehen, dass diese beiden Golems hier kaputt gehen, weil die ja wesentlich stärker sind. Und mir wurde ja auch geraten, dass ich mich erstmal um die Golems kümmern sollte. Amitai kann ja nichts, der soll erst zu guter Letzt angegriffen werden und Pico ist weg. Scheiße. Okay, bleiben nur noch zwei. So, Flammklaw. Okay. So. Okay, die halten auf jeden Fall was aus. Ja, nein, nicht nochmal angreifen. Ich mach nochmal Flammklaw. Das muss doch funktionieren irgendwie. Dass man die besiegen kann. Erst wenn die beiden Golems besiegt sind, werde ich mich darauf konzentrieren, dass Peko wieder aufwacht. Weil vorher sehe ich da keinen Sinn drin. So schnell wieder krepiert. Okay. Das hat jetzt auch nicht wirklich viel gebracht. Okay. Fehlgeschlagen, Mist. Auch das noch. Yo, ausgerechnet auf Nina, ihr habt doch... ihr seid doch bescheuert. Oh Mann, wenn das so weitergeht, dann kann ich das sowieso wieder vergessen. Da muss ich mir eine ganz andere Strategie einfallen lassen. Ich sehe schon kommen, dass es so weit kommen wird. Nein, wir sind zurückverwandelt. Na ganz toll. Habe ich nicht irgendwie... doch, habe ich, aber... Moment, Heilkräuter, Nina. Ich gucke mal kurz. Ich habe doch irgendwie Multivitamin... nein, das war's nicht. Heilmittel war es auch nicht. Wo haben wir es denn? Gibt SP und... nein, hä? Molotow habe ich noch. Das hebe ich mir erst noch auf. Ach Mann, wo habe ich es denn? Wo habe ich es denn? Ich meine, ich hatte irgendetwas... womit ich die MP wieder... ah, Magiesplitter. Kann ich hier aber leider... ah ne, hebt mal... ach, scheiße. Ich habe gar nichts, um die MP zu steigern.
Das gibt's doch nicht. Halt alle SP und Punkt, Punkt, Punkt. Und was? Ich versuch's einfach mal. Mit einer Alrune. Wenn die nichts bringt, dann ja, habe ich halt Pech gehabt. Okay, Nina ist auf jeden Fall wieder etwas geheilt. Und? Okay. Heilt nur SP. Na toll. Okay, das wird schwierig jetzt. Ach man, was mache ich jetzt? Also Nina benutzt E-Tabs. Ich sehe schon, komm, diesen Kampf gewinne ich nicht. Da muss mir jetzt echt ein Wunder helfen oder so. Erstmal Nina auf Nina heilen. Und dann greife ich diesen Golem mit DJKA an. Und wer, das bringt jetzt nichts. Wehe, das Vieh geht immer noch nicht kaputt. Okay, das wird eine lange Schlacht. Aber es gibt's doch echt nicht, dass ich hierfür zu schwach bin. Ja, super, Nina ist gleich tot. Ach man, Nina, Moment. 100, ach nee, das Fleisch will ich auch nicht verschwenden. 5 SP, nein, alle SP. Okay, Nina, du benutzt einmal Multivitamin. So. Wunderbar. Nina ist wieder voll geheilt. Auch wenn es nicht lange anhalten wird, aber sie wird auf jeden Fall jetzt nicht sofort kaputt gemacht. Das ist schon mal die Hauptsache. Ach, super, ey. Diese Golems halten einfach zu viel aus. Oh, gut. Danke, Nina. Gut, dass du ausweichen kannst. Gut, dass du ausweichen kannst. So, ah, was? Moment. So. Hätte sie da jetzt nicht ausgewichen, dann hätte ich ein Problem gehabt. So, Heilkräuter. Gut. Hoffentlich geht der Golem endlich bald mal kaputt. Sonst wird das echt eine verdammt lange Schlacht. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr. Nein! Oh, immer auf Nina ist... Die ist auch vorne, das ist auch kein Wunder. Wow, es läuft noch gut. Es läuft noch gut. Bitte halte so an. Wenn das so weitergeht, dann kann ich es vielleicht schaffen. Es muss wenigstens ein Golem schon mal kaputt gehen. Wenigstens einer. Die halten zu viel aus. Okay, und der andere? Der trifft auch noch. Okay, Nina, du bist bald Geschichte, wenn es so weitergeht. Ach man, wo ist es denn? Ich hätte noch ein Multivitamin, aber... Moment, irgend noch was anderes? Nee, Brot bringt nur 20. Verdammt. Moment, heilt ein... Okay, das lasse ich lieber. Fleisch. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwo Fleisch bekommt. Sonst würde ich es jetzt echt gerne einsetzen. Okay, ich setze es einfach mal ein. Es geht um den Sieg, also muss ich es machen. So. Und wer der Golem geht immer noch nicht kaputt, dann sehe ich schwarz. 134 und der ist immer noch nicht kaputt. Okay. Scheiße. Nein, nicht Magie. Okay, irgendein... Genau, Multivitamin. Das muss ich jetzt einsetzen. Es geht hier echt um Leben und Tod. Boah, was für ein Kampf. Komm schon, ey. Mach ihn jetzt fertig. Mach diesen Scheiß-Golem kaputt. Das gibt's nicht. Die halten einfach zu viel aus. Ich habe einfach zu wenig... Es würde mich echt wundern, wenn ich diesen Kampf noch irgendwie schaffen würde. Wenn ich ehrlich sein soll. Also die Chancen stehen auf jeden Fall, finde ich jetzt, schlecht. Aber ich versuche trotzdem noch ein bisschen. Vielleicht geschieht da noch ein Wunder. Und vielleicht geht ja gleich der erste Golem kaputt. Weil sobald das... Sobald ein Golem kaputt ist, ist es eigentlich nicht mehr schwer. Okay, Nina ist kaputt. Doch nicht. Okay, Glück gehabt.
So, eine Runde mache ich noch. Dann mache ich erst im nächsten Video weiter. Ja, ich heile Nina. So. Hoffentlich bringt das jetzt was. Hoffentlich bringt das jetzt was. So, gut. Nina ist voll geheilt. Nein, der weicht aus. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verdammt nochmal verarschen. Wie soll ich das noch schaffen? Das war der Falsche. Uiuiui. Das wird echt ein heftiger Kampf. Aber wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, den Kampf setzen wir im nächsten Video fort. Hoffentlich mit Erfolg. Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.